Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wahrscheinlich sogar in ungewohnter Umgebung hier. Für die Leute, die meinen Zweitkanal noch nicht kennen, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Und zwar, Freunde, haben wir heute was ganz Besonderes vor, denn wir werden heute mal wieder einen Eistee testen. Aber natürlich nicht irgendeinen, sondern wir haben hier den neuen Brattee von Capital am Start, Freunde. Ich habe mir hier alle 4 Sorten geholt. Ich musste die natürlich wieder mal bestellen, weil bei mir gibt es die halt leider nirgends zu kaufen. Also das war schon mit der Pizza damals so. Und das ist gefühlt immer so. Deswegen muss ich leider bestellen, Freunde. Könnte ich euch theoretisch mal verlinken für die Leute, die den auch nirgends kaufen können. Kostet halt Versand. Aber gut, was will man machen? Ich dachte mir, fürs Video kann man das auf jeden Fall mal machen. Ansonsten würde ich sagen, ich zeige euch hier einmal die Sorten. Ich habe selbst noch nicht mal durchgelesen, welche ich hier alles habe. Wir haben ja als erstes Granatapfel. Das, glaube ich, könnte interessant werden, weil ich habe noch nie Granatapfel-Eistee getrunken, beziehungsweise auch noch nirgends gesehen, glaube ich. Ja, hier hinten sind auch immer, das habe ich aber schon mal irgendwo gesehen, ja, irgendwelche Bilder von Capi drauf. Okay, Mann, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Dann haben wir hier Wassermelone. Wassermelone könnte auch interessant werden. Ich glaube, habe ich schon mal Wassermelone-Eistee getrunken? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, ja. Dann haben wir hier Pfirsich. Pfirsich-Eistee kennt man natürlich. Und hinten natürlich auch wieder das Bild hier drauf. Also das ist bei allen drauf. Ja, Pfirsich, denke ich mal, wird sich wahrscheinlich wieder nicht so krass unterscheiden. Wobei, wir haben schon mal auf dem Zweitkanal die 4Bro-Eistees getestet. Und da war auch auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu anderen Pfirsich-Eistees. Das bedeutet, eventuell haben wir Glück. Und der überzeugt auch, weil der einfach komplett anders schmeckt. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Zitrone-Eistee. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was mögt ihr lieber, Zitrone oder Pfirsich? Also ich würde safe Pfirsich sagen. War bei 4Bro sogar auch dabei, Zitrone, fällt mir gerade ein. Hatte da auch ganz anders geschmeckt als erwartet. Also vielleicht wird der hier auch, ja, anders als erwartet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hole mir kurz ein paar Eiswürfel. Die Dinger kamen gerade an, deswegen sind die nicht gekühlt. Aber man muss sie natürlich eiskalt genießen. Ich glaube, das steht sogar irgendwo auch hinten drauf. Oder genau, ja, hier über ihm direkt steht auch eiskalt genießen, deswegen machen wir das natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder hier am Platz mit Eiswürfeln. Okay, dann machen wir hier schön in jedes Glas einen Eiswürfel rein. Ja, moin. Digga. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, ich habe alle schön aufgestellt. Ich würde sagen, wir fangen an mit Granatapfel, einfach weil das einer ist, den ich noch nicht kenne und das interessiert mich wirklich sehr, wie der schmeckt. So, wir schenken mal alle ein direkt, damit die alle ein bisschen kühl werden. Ich glaube, ich sollte gar nicht so viel davon nehmen, wenn ich alle probieren will. Okay, dann fangen wir an hier mit Granatapfel. Riecht auf jeden Fall schon mal gut und erinnert mich direkt an Arizona. Scheiße, ich kenne doch Granatapfel. Okay, wir probieren ihn. Okay, schmeckt sehr frisch. Schmeckt auch nicht so süß wie gedacht, ne? Also ich dachte, die werden so richtig süß sein, aber sind die gar nicht. Also zumindest der nicht. Aber schmeckt auf jeden Fall nice. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht mein Favorite werden. Ich bin jetzt nicht so der überkranke Granatapfel-Fan, aber ich muss sagen, der schmeckt schon gut. Ja, safe. Kann man sich auf jeden Fall geben. Dann machen wir ganz unspektakulär weiter mit dem Pfirsich. Also wie gesagt, da bin ich gespannt. Der 4Bro, der hat deutlich anders geschmeckt als so die normalen Pfirsich-Eistees, die man kennt. Deswegen mal gucken, wie das bei dem hier ist. Oh, okay, der ist geil. Also ihr müsst euch vorstellen, der schmeckt viel, viel intensiver als andere Pfirsich-Eistees. Also der schmeckt richtig, richtig schön nach Pfirsich. Ich nehme direkt nochmal einen Schluck. Ich glaube jetzt schon, das könnte mein Favorite werden. Der ist echt nice. Und auch der hier, muss ich wieder sagen, schmeckt also wirklich eigentlich gar nicht süß. Aber jetzt auch nicht so, dass der irgendwie langweilig schmeckt. Aber halt auch nicht so, als wäre da wirklich so ein Kilo Zucker oder so drin. Okay, kommen wir zu Zitrone. Zitroneneis hier muss ich ganz kurz mal erzählen. Vorher ist wirklich nicht mein Favorite. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin eher so für Pfirsich. Aber vielleicht überrascht mich der hier irgendwie. Krass, Mann. Ich schwör's euch, ne? Ich bin komplett ehrlich, 100% ehrlich. Ich dachte nicht, dass mich ein Zitronen-Eistee überraschen könnte oder überzeugen könnte. Der 4Bro hat auch da komplett anders geschmeckt, aber war auch keiner, den ich mir irgendwie wiederholen würde. Und der hier schmeckt irgendwie sogar richtig geil.
Ich kann euch aber auch sagen, warum. Ich finde, ich weiß nicht, ob ihr den Cocktail Ipanema kennt. Also das ist so ein alkoholfreier Cocktail mit Limette und Rohrzucker und so. Wer den kennt, gerne mal kommentieren. Und ich finde, das schmeckt irgendwie so wie der Cocktail. Deswegen feiere ich es auch. Weil den Cocktail, den wirklich, den liebe ich. Und das schmeckt irgendwie genauso. Ja, auf jeden Fall geht es in die Richtung. Okay, geil. Sehr geil. Ich würde sogar fast sagen, bis jetzt, also meine Favoriten auf jeden Fall natürlich Pfirsich und Zitrone. Aber welcher davon besser ist, könnte ich gar nicht beurteilen. Okay, wir kommen zu Wassermelone. Riecht auch schon mal nicht schlecht. Riecht richtig frisch. Okay, der ist auch nicht schlecht. Ich schwöre, ne, ich hätte nicht gedacht, dass mir ein Wassermelonen-Eistee so gut schmecken würde wie der. Okay, ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, welcher mir am besten geschmeckt hätte oder welcher mir nicht so gut geschmeckt hätte. Ich finde, die sind alle echt wirklich mehr als gelungen. Aber ich glaube, das war eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten. Okay, Freunde, das war's soweit mit dem Video. Ihr könnt gerne mal kommentieren, ob ihr den Eistee auch schon getestet habt. Wenn ja, welcher vielleicht euer Favorit ist oder welchen ihr gar nicht mögt. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.